Die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen sowie positiv aufgenommene Konzernbilanzen haben die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt wieder angefacht. Der Leitindex DAX stieg am Donnerstagvormittag in der Spitze um 0,8% auf ein Allzeithoch von 17.089 Punkte. Der deutsche Aktienmarkt kümmert sich immer weniger um die Niederungen der deutschen Politik, weil deutsche Unternehmen immer stärker im Ausland produzieren und absetzen, zum Beispiel auch in Amerika. Und die Befürchtung ist sehr groß, sollte Donald Trump US-Präsident werden, wird dieser Exodus deutscher Unternehmen noch stärker nach Amerika stattfinden. Ganz einfach, weil man dann hofft, dem Trumpschen Bannstrahl zu entkommen, also den Auflagen, den Importzöllen zu entkommen. Aber das ist für unseren deutschen Wirtschaftsstandort dann sehr negativ. Aber die Unternehmen, die verdienen weltweit Geld und den Börsennotierungen ist egal, wo man Geld verdient. Und Deutschland löst Japan derzeit als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ab. Hintergrund ist, dass Japans Wirtschaft wegen der schwachen Binnennachfrage unerwartet in eine Rezession abgerutscht ist. Wenn wir weltwirtschaftlich die Bronzemedaille haben nach den USA und China, könnte man sagen, wow, nicht mehr der vierte Platz, zumindest Edelmetall. Aber bei näherem Hinschauen ist es dann doch eher der Blechorden. Die Japaner sind nur so schlecht, weil sie selbst eine schlechte Wirtschaft haben, der Yen verdammt schwach ist. Und man kann so anders formulieren, wenn zwei Kranke miteinander konkurrieren und der eine Kranke überholt den anderen, mag das schön sein, aber beide sind trotzdem weiterhin krank. Das heißt, wir haben keine vernünftige Wirtschafts- und Finanzpolitik, die uns weiter nach oben bringt, absolut betrachtet. Aber wir haben weiterhin eine Börse, die sich auf hohem Niveau hält. Das liegt unter anderem daran, dass die US-Notenbank Fed die Zinswende wegen des nur langsam weichenden US-Inflationsdrucks voraussichtlich erst im Juni einläuten wird. Die Währungshüter hatten im Dezember mehrere geldpolitische Schritte nach unten für das Jahr 2024 ins Auge gefasst. Bis die erste Senkung ansteht, dürfte es laut Experten allerdings noch einige Monate dauern.